Yo Leute, herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Info-Video, möchte ich es jetzt mal nennen. Ich werde hier auf dem, welcher Server ist das? Multicube-Server öfters als Hacker beleidigt. Vielmehr hatte da auch schon einige Probleme mit Admins. Und ich möchte gerade mal hier in dem Video kurz klarstellen, dass ich keine Hacks benutze. Nur weil man gute Sachen bekommt in der Runde, Syndicate Games, beziehungsweise einfach weil man Skill hat und die Leute tötet. Ja, finde ich es einfach scheiße, dass man da als Hacker beschimpft wird. Ich meine, okay, ich könnte es als Lob nehmen, dass ich gut genug bin, um die zu töten. Aber trotzdem, ich finde es einfach scheiße, dass man dann angekackt wird, ja, Hacker, ich lasse dich vom Admin bannen und so. Leute, die keinen Skill haben, dieses Spiel zu spielen, sollen bitte aufhören, rumzukacken in jeglicher Art und Weise. Ich gehe gerade mal hier rein, ich kann es euch zeigen, dass ich in dem Spiel mehr als genug Skill habe, um Leute zu töten. Gucken, ob wir hier eine Runde gerade finden. Overgrown nehmen wir doch. Ja, Desert Town. Ach komm. Ah ne, jetzt sind wir drin. Okay. Spielen wir Overgrown. Und ich kann euch beweisen, dass ich genug Skill habe, hier meinen Gegner schnell zu töten. Kettenhäuser hatten wir, ja, genau. Hier ist ein Enchanting Table. Minecraft laggt gerade ganz leicht, weil ich im Hintergrund am Rendern bin, aber das sollte ja nicht wirklich stören. Für euch sieht es vielleicht schlimmer aus als für mich gerade. Okay, auf zum Enchanting Table. Okay, bekommen wir nichts. Ach, da ist ein Bücherregal drum. Ja, das ist scheiße. Okay, dann wollen wir. Komm her. Pass auf, jetzt kommt Hacker. Sekunde. Ach, der Typ geliftet oder was? Tja. So, gehen wir noch eine Runde gerade rein. Nur um zu zeigen, dass ich nicht hacke. Death Island. Die Map habe ich bis jetzt fast jedes Mal verkackt. Mal gucken, ob wir es jetzt hinbekommen. Ja, es gibt auch Momente, in denen ich schlecht auf bestimmten Maps bin. Aber das liegt dann eher an meiner eigenen Dummheit, anstatt dass die Gegner mich wirklich töten. Zumindest war es bis jetzt immer so, dann bin ich in Lava gefallen oder so. Ist nicht so ganz toll. Hier direkt drei Potions mir gegönnt. Brot. Backfisch. Und da komme ich nicht hoch. Ah, Kacke. Hier so, hopp, hopp. Aber jetzt versuchen mich zu töten. Komm hier. Ich stake ihn. GG. So, guck mal. Ohne Waffen getötet. Ganz normal mit einem Stake umgehauen. Und man sieht, ich benutze definitiv keine verkackten Hacks. Ohne Scheiß, wie kommt man denn auf so einen Mist, ey? Leute, ich verstehe es nicht. Wenn ihr doch gegen jemanden spielt und er euch besiegt, wieso regt man sich dann darüber auf, dass ja, ist ein Hacker, bla 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 bla. Leute, der Typ, der hat dann einfach mehr Skill als ihr, mal ganz ehrlich. Ich habe eben noch eine Runde Plants vs. Zombies aufgenommen, so by the way. Und hab mir dann gedacht, jo, zockst du mal ein bisschen Minecraft, kannst du ja auch mal ohne Aufnahme zocken. Und dann werde ich hier direkt immer als Hacker beschimpft und so. Ich find's einfach witzlos, wenn ich ehrlich bin. Und irgendwie hat man da auch keinen Bock mehr zu zocken, wenn man die ganze Zeit irgendwie, ey ja, du Huren, so bist ein Hacker, bla 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 und so. Das finde ich irgendwie. Okay, normalerweise sollte man einfach drüber stehen und die Sachen ignorieren, aber keine Ahnung, trotzdem. Einfach mal an die Leute,
die so einen Scheiß schreiben, bitte lasst es, Leute, das nervt einfach nur. Hier, zum Beispiel bei mir. Okay, ich töte die Leute, ich habe Skill in dem Spiel. Und okay, ihr kommt da einfach nicht drauf klar. Vielleicht, weil ihr einfach schlechter seid als andere. Oder zum Beispiel jetzt die Leute, die gegen. Er lief. Er lief! Toll. Gehen wir nochmal rein. Weil ihr dann einfach schlechter seid als die Leute, gegen die ihr spielt. Das ist ganz normal. Man ist in manchen Sachen halt nun mal gut, in anderen Sachen ist man dann nun mal schlecht. Und deswegen, keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Good luck. Ich verstehe es einfach nicht, wieso man sich denn darüber aufregt. Warte, ich schreibe mal auf Name. CC. Okay, auf jeden Fall. Ja. Ich finde es einfach nicht okay, wenn ihr dann die Leute irgendwie als Hacker beschimpft oder beleidigt oder so. Lasst es ganz einfach, wenn ihr. Wenn ihr einfach. Zu wenig Skill habt, die Leute zu töten, dann spielt den Spielmodus nicht oder zockt einfach und verliert halt. Aber regt euch bitte nicht immer die ganze Zeit darüber auf. Ja, der ist ein Hacker, voll der Hurensohn und so. Das geht einfach tierisch auf den Sack. Besonders wenn man dann mal was aufnehmen will und man die ganze Zeit irgendwie beschimpft wird oder so, hat man auch wirklich keinen Bock mehr aufzunehmen. Und ich meine, okay, ich habe nicht viele Abonnenten, 40 Stück ist nicht gerade die Welt, aber ist schon hammergeil, dass ich allein schon 40 habe, ja. Ich meine, andere Leute haben nach einem Jahr, ich glaube, ich mache das jetzt ein Jahr, haben nach einem Jahr 5 oder 10. Ist auf jeden Fall hammergeil, dass ich 40 hab. Freue ich mich richtig drüber. Und ich denke mal, hier die Nachricht wird jetzt auch nicht so weitgehend sein. Aber bitte, Leute, wenn ihr den Skill nicht dazu habt, ein Spiel zu spielen, lasst es oder hört auf, immer rumzuheulen. Weil ohne Scheiß, viele, jetzt besonders jüngere Zuschauer, wollen immer erwachsen tun und erwachsen sein und erwachsen behandelt werden, verhalten sich aber in manchen Situationen einfach wie Kleinkinder. Und deswegen bin ich jetzt gerade mal ganz nett zu euch. Hier, wenn ich den jetzt umklatsche. Vorsicht, 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 der steht in der Kiste. Werde ich angeschrieben? Nein, hört auf mich anzuschreiben. Komm, den hole ich mir, den hole ich mir, den hole ich mir. Also auf jeden Fall, ihr wollt immer erwachsen sein. Besonders das geht jetzt an die Kleineren. Und ihr verhaltet euch dann einfach selber wie Kleinkinder. Und das ist einfach unterste. Einfach unterste Schiene, wenn er mich fragt. GG. So, also, hab ihn mit einem Herzen besiegt. Und ja. Auf jeden Fall, bitte lasst es einfach mit dem Beleidigen. Ist jetzt nicht nur an mich gerichtet generell und verhaltet euch doch ein bisschen erwachsen. Manche von euch sind auch älter. Also, ich glaube, die meisten von euch sind so in meinem Alter oder ein bisschen älter oder jünger. Auf jeden Fall beleidigt einfach nicht die ganze Zeit, wenn ihr irgendwie zockt oder verliert, sondern lernt das Spiel spielen oder lasst es einfach bleiben, weil es geht einfach auf die, es geht verdammt nochmal einfach richtig auf den Sack, wenn man die ganze Zeit, du bist ein Hurensohn, du bist ein Hacker, bla bla bla. Deswegen lasst es und ja, musste jetzt einfach mal gerade kommen, so, weil in letzter Zeit ist es einfach extrem viel, es schreiben sehr viele Hacker, schreiben sehr viele, ey du Hurensohn, hör auf zu hacken und so. Deswegen, lasst es bleiben, dann sind alle glücklich und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist bei euch angekommen, was ich hiermit jetzt sagen wollte. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.